Hey Leute, hier ist Aldemar zurück mit Jagged Alliance 3 mit dabei, der Black Eye, weiter geht's. Hallöchen. So, wir haben beschlossen, Stimmbruch, wir haben beschlossen, jetzt mal ein bisschen Gas zu geben, weil die Subquests, die waren jetzt so langweilig. Also, na, wir treiben das jetzt mal voran. Wir gehen erstmal zum Flüchtlingslager, erstmal durch D9. Wollen wir da eigentlich anhalten, oder? Ja, komm, wir gucken mal rein. Ja, wir gucken ja nur rein. Nachher ärgern wir uns, dass wir es nicht gemacht haben. Jetzt, ach, guck mal, noch mehr Leichen. Wer hätte das gedacht? Welche Überraschung. Kann man hier wieder die Bremsen ausbauen? Die brauchen wir auch nicht mehr. Falle. Oh, ja. Ist das jetzt eine Falle für dich oder für mich? Das sieht nach Technikfalle aus. Da solltest du mit Steroid... Now, lesser men and women will not da sind Banditen. Ja? Die mit jemandem reden. Ist das Sebastian vielleicht? Claudette. Claudette, Marquis. Elite-Banditen, aha. Aha, ob die so elitig sind? Ja, dann gib Maus mal den ersten Schuss. Na gut, dann sind die auf jeden Fall nicht sehr elitig, da können wir von ausgehen. Ja. Wer ist denn der Nahkämpfer, der? Boah, die halten aber gut was aus. Elite für den Arsch. Jetzt geht bestimmt durch auf Claudette. Nimm, warte, stich den ab! Help, shoot them, ja. Aiming. Ja, dann shoot doch mal. Boah. Jetzt hat er uns erst gesehen. Ja. Der Lappen. Nix da, ja. Freundchen. Das habt ihr jetzt davon. Yes? On my way. Thank you for intervening. I would not have been able to fight both of them off by myself. You are very brave. You may have been a damsel in distress, but you fought like a hero. Now I should get back to my brother in the refugee camp. He must be worried sick about me. Ach, please, das war bestimmt eine Quest. Come see us if you are ever nearby. Bestimmt. You must tell him you defeated the monster yourself using your wits and bravery. Irgendwas? Nee, ne? It will make for a better story. Medikamente. Let's move. Medicano. Schön einfach irgend so einen Busch aufpflücken. Aha, da kann ich starke Medizin daraus herstellen. Let's go. We all go now. Okay, wir haben alles, glaube ich. Guck nochmal die Leichen hier an. Ah, hier. Aha, da. Oh. Zwei Blendgranaten. Cool. Ja, dann los. Ja, los, weiter Flüchtlingslager. Mal schauen, was. Ich gucken, ob da einer guckt. Archie, warum liegst du vor der Tür? Der Archie liegt vor der Tür. Ja, wir sind bereit, ne? Weiter. Ja, Vorwärtsmarsch. Ah, Hohlladung, sehr gut. Ah. Kämpfen. Tja, wir haben noch das zweite Team, aber ich weiß halt nicht, das ist irgendwie dann so viel. Ja. Wir sind ja so schon. Wir überrennen ja so schon alles. Wer ist er denn? Wer sind die denn? Ich muss mal hier speichern. Ich habe sowieso vergessen, so ein paar Safe-Games zu machen. Aber ich muss mal im Nachhinein Screenshots machen. Hm. Super. Oh. Geh mal, nee, Tarnmodus. Wir wissen ja nicht, was hier los ist. Let's move. Also wir sollen mit dem Colonel sprechen. Aber wer sind das? Guck mal, das sind jetzt reguläre Truppen oder was? Ja, sehen aus wie Soldaten. Dann sprechen wir doch mal mit dem Colonel. Was haben die denn hier gemacht? Ey, alle abgefackelt oder was? Wo ist das Flüchtlingslager? Sind die alle tot? Ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sanitäter? Das ist ja interessant. Oh, da unten ist noch ganz viel Zeug, was wir gleich looten müssen. Pass auf, ich rede mit dem und der Rest geht in Position. Die sind durch Chemikalien gestorben hier. So, haben wir jetzt hier so einen Saddam Hussein? Weiß ich nicht. Gibt es noch Sprengstoffcheck? Warte, ich rede jetzt mal mit dem. Die haben Giftgasgranaten eingesetzt. V-Choix. My name is Colonel Jules Faucheur. As a commander of Grandcien's military forces in the Adjani region, it is my responsibility to deal with the war atrocities that took place here. Ach, vielleicht ist Grandcien, das gar nicht ganz Grandcien, sondern das ist nur die Adjani-Region oder was? Ja. Sieht so aus. Oder nur der Teil der Insel, wo wir gerade sind.
Frag ihn mal, was passiert ist, weil die Leute sind alle mit Giftgasgranaten gestorben. Ihre Soldaten haben die getötet. Nein. Hundreds of innocent refugees and other civilians have been killed by a chemical weapon. This violent craven attack on the people of Grand Chien is to be considered a war crime, because it was committed by an unsanctioned paramilitary group. Wo ist Corzona Santiago? She won't be coming, but she sends you her regards. Oh oh. Das klingt aber sowas von nach Lannister. Wer hat das getan? Ausrufezeichen. You did this. Siehste? You and your merc friends attacked diamond mines that are the property of the Republic of Grandchien. Then you used slave labor to operate them. And when the local population rebelled against you, you killed innocent civilians in a show of force. And now you have the audacity to return to the scene of the crime. Ist er sicher, dass er das machen möchte? Wir haben eine Maus. Aber wir haben doch gesagt, die blöde Tante uns verarscht, oder nicht? Ja, die weiß ich nicht. Weil die hat doch gesagt, komm ins Flüchtlingslager. Und er meinte, ja, sie kommt bald, sie schickt ihre Grüße. Also, ihr Feind ist der Major, niemand wird ihnen glauben. Was mit ihrem Präsidenten? Frag ich jetzt mal. La Fontaine is a fool. Aha. He thought he could run a government in which the fox and the chicken can work together in harmony. It was only a matter of time before he paid for his childish idealism. The Major's little kidnapping actually saved Alphonse's life for a while. But it doesn't really matter. The coup was already in motion. All we needed was some time and money. Lass mich mal meine Tasche gucken. Ich glaube, ich habe noch eine Patrone mit seinem Namen drauf. Das Ding ist, stimmt. Der Major hat den Präsidenten entführt. Und deswegen lebt der Major noch. Das hat jetzt der Colonel ja zugegeben. Der einzige Grund, warum der noch lebt, ist, dass der entführt wurde. Was ist, wenn der Major eigentlich für den Präsidenten ist? Ja, vielleicht arbeitet der ja für uns oder für den Präsidenten und wir sind eigentlich an der falschen Fraktion hier. Also wer ist jetzt übler, die also das ist ja... Also die hier, ganz klar, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Also niemand wird ihn glauben, niemand wird ihn glauben. You think? Let's examine the facts. You are foreign mercenaries, paid by Adonis, a foreign corporation, to capture our diamond mines. One of those, Diamond Red, was guarded by Grand Chien troops when some of your people attacked it. Nein, es war Biff! I know perfectly well that it was done by the people from Merck. Ach, but the general public doesn't care about such nuances. You will take the blame for it, as well as this massacre. And I will have the perfect reason to intervene and restore order. Aber ich verstehe nicht, arbeitet er jetzt mit der Santiago zusammen? Ich habe das nicht verstanden, aber warum sagt er denn, die sent you regards? Sie arbeiten für Corona... Aha. Sie arbeiten für... Frag ihn mal. Not for, but with. She is useful. For now. There is much that can be achieved with my soldiers and her money. Ah, die weiß wahrscheinlich auch gar nicht, worauf sie sich hier einlässt. Ich weiß es nicht, ich mag die auch nicht, die Tante, also... Ja, ich mag die alle nicht, die sind alle unsympathisch. Dafür werden sie bezahlen, wir erschießen die jetzt alle und dann sollte hier auch mit der Rebellion, mit dem Putschversuch Schluss sein. Sie werden dafür bezahlen. Negativ. Someone else will pay the bill. As for you, you have been bought and sold already. You have been useful pawns. But like all good pawns... You will be sacrificed. I am not prone. I am a shark. No, that's not right. Sharks have little tiny arms. Chers soldiers, at attention. Les mercenaires have committed war crimes against our country. I proclaim them to be enemies of the state. Hey, neue Gegner, woo! Weißt du nicht, was ich verstehe? Wir haben nichts mehr zu verlieren. Ja. Selbst wenn wir jetzt draufgehen sollten, wir können ihm immer noch ins Gesicht schießen. Und? Was hat das dann gebracht, dass er die Genugtuung hatte, uns das ins Gesicht zu sagen? Ich weiß es nicht. Das habe ich noch nie verstanden. Also es ist so, der wird jetzt hingerichtet und dann ist das Ding durch. Pass auf, jetzt geht der bestimmt weg in der Cutscene, sodass wir ihn nicht erschießen können. Ja, war ja klar, siehste. Unfassbar. Es ist so... Ja, das hasse ich ja, ne? Ja,
Ja, das ist ja genau dieses Plot-Hole, was ich gerade meine. Wir haben ja nichts mehr zu verlieren. Wir stehen mit Rücken an der Wand, dann können wir ihn ja erschießen. Okay. Aber die haben eine Armee und wir haben einen Barry. Ja. Was ist ein Barry? Das ist ein Barry. Foreign bastards! I'm in trouble. Draufschießen, dann macht's nochmal einen Bumm. So die Idee. Mann, wir müssen unbedingt Granatwerfer für deine AK bauen. Magie! wer will uns aufhalten? Ihr und welche Armee? Ich die nicht wechseln, so. Die Waffe. Ja, mit Maus ist es nämlich schwierig. Ich komme mal gerade wieder in Deckung. Ja, mach ihn weg. Nach oben geschossen. That's right. Give the evildoers a beating. Make them run back to their foul lairs. Okay. Many enemy peoples expose themselves to me. Leider nicht gereicht. That hurts. Just hold still, damn you. Ah, wir brauchen unbedingt panzerbrechende Munition. Ja. Das wird langsam jetzt zu viel hier. Ja, wenn die alle Rüstung tragen, wir hatten ja vorher nie Gegner mit Rüstung. Naja, man schießt ja trotzdem durch, aber es macht halt weniger Schaden. Wo ist denn jetzt Kalina? Ach, da. This should do it. Kalina hat was, das durchschießen kann. Der sollte aber eh sterben, weil er ja blutet. Aber so ist auf jeden Fall auf Nummer sicher. Ja, ich muss halt Kalinas Rüstungs- unvermeidbarer Schlag halt öfter benutzen jetzt. Ja. Siehst du, 4 Leute schon tot. Ich muss... Weißt du, ich frage mich im Ernst... Jetzt vergasen die ihre eigenen... Ach, deswegen haben die alle Gasmasken an. Ja. Ich frage mich, können wir nicht hier hingehen und auf den schießen? Weiß ich nicht. Bestimmt nicht. Ja, du Trottel, du brauchst mehr wie nur eine Sanitäter. Oh, da kommt eine Handgranate. Oh, scheiße. Ach du Scheiße, direkt Granaten. Jetzt wird's aber anders hier. Hey, that hurt. Dürfen die das? Das dürfte auch davon nicht sein. Oh, das was kann der denn jetzt? Okay, das heißt aufteilen. Sapeur. Nicht Sapeur. Sapeur. Oh oh. Okay, das sieht ein bisschen schlecht aus. Ich will aber ein First Try Black Eye. Das müssen wir jetzt noch machen. Das reißen wir noch um. Gar kein Stress. Barry lebt noch. Na, wir machen hier First Try und dann hören die Leute, die sich beschweren mit, oh Mann, ich hab das und das falsch gemacht. Ja, ja, aber wenn du spielst, hast du bestimmt 100 Mal geladen, so ungefähr, weißt du? Ja. Guck mal, der hält die wirklich, guck mal. Der hält die wirklich! Scheiße, machen wir denn jetzt? Sollen wir zum Zeltlager zurückziehen, wäre eine gute Idee. Der muss weg, der hat eine Schrotflinte, das gefällt mir nicht. Warte mal kurz, ich muss hier mal... Ich laufe jetzt mal weiter zurück. Scheiße, wie viel Overwatch habe ich denn hier? Scheiße. Enemy peoples have placed their eyeballs on me. Have a good shot. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe was gemacht aus Versehen. Meine Aber warum schießen die denn auf mich? Achso, Barry. Ja gut. Barry, hast du noch eine Granate für die hinter dem Baum? Nein. Scheiße. I have hurting. I have bleeding. Ich kann mich auch nicht heilen oder so, weil die sofort zurückschießen. Scheiße. Jawohl. Oh, guck mal, der weggeflogen ist. Das haben wir lange nicht mehr gesehen. I'm hurt. Da wird nicht geheilt. Boah, puh. Ich muss mit dem wenigstens mit einem von dem Haufen weg. Wir haben die Schlacht gegen mit Biff gewonnen. Das wird uns hier nicht aufhalten. Das ist Kindergarten hier. Sehr gut, der ist auch weg. No evildoer can stand before you. Okay. Das ist natürlich ein Problem mit Steroid.
I have the villain in my sights. Ach, schade. Mehr hatte ich nicht mehr. Der Sanitäter hält wohl auch nicht viel aus. Den können wir auch relativ schnell töten. Oh Mann, ich muss jetzt aber auch heilen. Noch eine Runde kann ich damit nicht warten. Wieder ein neuer Time Waster. Ja. Mörser. Gasmörser. Oh nein, die Pistole. Die Holzkiste. Eine Kiste. Nein. Oh. Der mit der Shotgun. Wir müssen weiter auf Distanz gehen. Nein, MD! We are winning. Boah, scheiße. My body is... Do not let Baba Yaga take my body. There is a risk of injuries if we keep getting hit. No shit. Okay. Wir müssen da weg, da rumpst es gleich. Scheiße. Acknowledged. Target locked. Machst du zuerst oder soll ich? Ja, den habe ich. Den That was pretty Freak. Good for a girl. You should be proud of yourself. Ja, ich kann mich nicht bewegen, weil der olle. Ja, jetzt haben wir sehen, ob es funktioniert oder nicht, aber ich glaube. I should be working. That is what you get for skipping leg day. Was ist das, ein komisches Geräusch? Ah, Kalina ist verblutet, jetzt müssen wir laden. Was, sie ist komplett gestorben. Oha. Ja. Okay, dann laden wir mal. Jawohl. Das war schon ein bisschen Banane, dass er einfach weggehen konnte, also. Und es ist der auch neu, dass sie auf einmal Granaten werfen dürfen. Die gute Plot-Rüstung. Ja. Man kann ihn nicht angreifen, wenn er in einer unskippable Cutscene ist. Ich wette, wir schießen drauf und dann fährt er weg. I should be working out. You the Max? Dr. Le Colonel. Colonel Ampo. Stellen wir uns denn hin? Come on. Wir können uns ja einfach da überall hinlegen, schön verteilt. Aber diese Tante, die wir befreit haben, die hat doch auch gesagt, bla bla bla, komm zum Flüchtlingslager. Yep. Kalina hier. Senfgas. Ja, Moose, probier mal dein Glück. Auf wen soll ich denn schießen? Auf Dreck, auf den Sack da hinten. Jawohl. Ah, ist zu weit weg für sie. Ach, der hat richtig viel Rüstung. Es geht ja nur darum, dass er bleibt. Ach nee, okay, Kalina ist da, da muss ich woanders hin wegen den Granaten. Wo gehe ich denn hin? Ich geh dahin. In den Zelten ist richtig gut. Guck, die haben volle Deckung, die Dinger. Ja. Okay, ich schieße sie mal an, wa? Ja, los geht's. 30, okay. Gucken. Lieutenant, take command of the Das gibt's doch ja, nicht. Ja, lächerlich. I'll have your report when it's done. Sir, yes, sir. Er läuft mit Blut in seinem Kopf weg. Oh nein, Maus wurde aufgedeckt. Nein, Sapeur, Sapeur. Die müssen zuerst weg. Haha, schnelle Reflexe. Aber ich kann ja ganz schnell die Sichtlinie brechen hier. Und jetzt? Mama. Gibt's wieder die volle Ladung Blei in die Seite deines Helmes. Zack, in den Baum. Aber sie macht doppelten Schaden oder dreieinhalbfachen Schaden, wenn sie getarnt ist. So, meine Freunde, für euch gibt's ein bisschen Schwarzpulver. Und weil es so schön ist, gibt's nur eine aufs Haus. Ja, sehr schön. Gehen wir in die Volldeckung. That was a fluke. 97. Sehr gut. 97 Trefferchance und ich habe daneben geschossen gerade.
Achso, taken down. Da 97 sehr Damage. Gut. Ja, ich dachte, wir haben noch einen Zipper hinter dem Baum da. Welchen Baum? Vor Kalina. Oh ja, stimmt. Super. Entdeckung gegen bringt nichts. Okay, ich bin durch. Du hast noch ja, MD. Ich auch. Naja, ich warte, bis sie rankommen. MD soll nicht vorlaufen. Der hält nichts aus. Der Arzt. Also das, ja. Dann hätten sie den Enten über Funk sprechen lassen sollen oder so. Ja. Ah nein, er musste uns das ja jetzt ins Gesicht sagen, wie cool und toll er ist. Oh, seid ihr sicher, dass ihr euch da so alle hinstellen wollt? Ich hab da so eine RPG, die da Bock hat. Vor allen Dingen den Leutnant. Ist auf jeden Fall eine MG, ich bin gespannt, was das ist. Ja, das klingt echt abgefahren. Oh, die Shotgun. Oh, das sind beides Shotguns, oder? Ach du Scheiße. Nee. Not as bad as a smack from my Ach du Scheiße. Der heilt den jetzt natürlich. Ja, das können wir aber ändern. Zack, er hat den Dreck geheilt. If I move, I will surely die. Okay, ich so, darf nicht Kamera. Gehen. Ja, klar. Der macht da auf jeden Fall einen Laser, ne? Ja. Alter, so viel Damage. Was? Ausländerschweine. Sehr gut. So, Leutnant ist schon mal hinüber. Und ich mag Sanitäter nicht, außer auf unserer Seite. Ich hab's gehört, der müsste jetzt tot sein, glaube ich. Maus, ich mag es, wenn sie einfach sterben, ohne sich zu wehren. Sehr gut. Wir brauchen diesen... Der geht mal damit rüber. Kann aber nicht mehr angreifen. Moving to position. Aiming. So, auf das MG dich dann noch, ne? Ja, hast du, siehst du. Ready to shoot. Da musst du mir tatsächlich die RPG mal auspacken. Das gibt's ja nicht. Mehr kann ich nicht machen. Macht nix. Die holen wir uns. Ja, ich darf Kalina nicht bewegen, das ist jetzt gerade echt scheiße. Ja. Das ist sehr unglücklich, das stimmt. Ich kann's probieren, vielleicht trifft er ja nicht. Ja, vielleicht schießt er seinem Kollegen in den Rücken, aber ich bezweifle es. Wir gucken mal. Ich kann gar nichts machen. Bewegungshalterung gesperrt, was? It is luckier there than here, yes? Er macht nichts. Er kann nicht. Überwachung fehlgeschlagen. Verbündete im Weg. Deswegen konnte er nicht schießen. Da kommen noch mehr. Das ist aber schlecht. Schlecht für unsere Gesundheit. Mist. Ich meine, gut, daneben. Was ist das? Lass doch die Kiste heile. Oh das ist eine M240. Mann. Gut, wenigstens kann der Schrotflintenlappen nicht da durch. Here. Ich gehe noch eins zurück. Dann kannst du auch schießen. Ja. Dann kann schieß ich aber noch gerade, dann kannst du den. Mach mal. Jawohl, was ein Treffer. It is best to hit him in the head. In okay, jetzt kann ich aber auf niemanden mehr schießen. Dann schieße ich das MG weg. Der Schrotflintentyp muss aber da weg, das ist da wichtig. Ich krieg den nicht, weil der Entdeckung ist. This is a bad place to okay. be right now. Target locked. Den machst du weg, hast du gesagt? Nee, den MG-Typen krieg ich auch nicht, ist auch zu weit weg. Der blöde Sack. I'm hit. Soll ich den töten oder den Sprengmeister schwer verletzen? Rechts, der in den Baum steht. Ich weiß nicht, das sind beides Sprenglappen. Achso, ja, ich weiß nicht, musst du wissen. Ich mach erstmal das MG weg. Ach
Ach, jetzt kommt hier ein scheiß Angriff. Jupp. What? Hm? Na toll. Ready. Da war schon Barrys Lunte am Brennen, ich hab's gehört. Ah. You mean over there? Jetzt habe ich keine Gasmaske an. Die sind immer so. Wir haben mal coolere Gasmasken hier auf jeden Fall. Ja. Ich will auch so einen Helm und eine Gasmaske. Ja, ich hätte gern so eine Schrotflinte. Na toll. Vergaß. Da liegen aber auch überall tote Legion-Typen rum. Ja. Als wenn das irgendwie. Ob das immer so gewesen wäre, wenn man hier direkt hingegangen wäre? Weiß ich nicht. Vielleicht wäre was anderes bei rausgekommen. Please take care of my Babusia if I die. Hallo. Wo will er denn hin? Das war's jetzt für Kalina. Nee, sie lebt noch. Noch. Jetzt musst du aber. Jetzt haben wir keine. Ja, sie blutet nicht. Do not let Baba Yaga take my body. So, du gehst mal. Achso. Going right now. So, weg mit dir, du Lump. Oder auch nicht. Doch jetzt. Ja, gut. Okay. I'm getting tired. Ah. Gott sei Dank. Ich dachte, da wären jetzt noch mehr gekommen. I should be working nee, da out. Kam noch einer. So, was habt ihr jetzt davon, ihr Lappen? Jo, Gasmaske überall. Munition. Ja, Gasmaske. Der Kampf war jetzt gar nicht so schlecht, aber das mit dem Typen war blöd. Ja. Die allmächtige Plottrüstung. Der Schamane wurde erschossen, während alle anderen von Gas erwischt wurden. Und schon wieder. Gibt's ja nicht. Ich loot mal nix. Loote du mal. Sprengstoffstück. Oh, ja. Ach, ich mach das jetzt mit Aldemar. Weisheit, da kann MD bestimmt helfen. Okay, dann mach du mal. It's barely readable even for a doctor, but I'm pretty sure this is the formula of mustard gas. Mm. Aha. So. Will do. What? Ja, okay. Oh, yes? Kevlarhose. FN Fall. Boah, hier ist ganz viel Schwarzpulver. 8 von 10. Direkt 8 von 10, nicht schlecht. Let's go. There's some loot in here. So viel Krempel. As you wish. Ah, da kann man wieder Bremsen ausbauen. Let's go. Yo. Hier ist eine Diamantenlieferung, 106 Schuss, 9mm, 762 Hohlspitze, NATO 51. Wahnsinn. Und neu synchronisieren. Ist das, wenn du lootest oder was? Ich hab nichts gemacht gerade. Okay, grad. Dann ich ist das generell gerade scheiße hier. Mehr Zeug. Steht da, untersuche? Ist total... Es sieht danach aus, als wenn das Heading out. Nicht immer so war, wenn man schneller hingeht, als wenn das, weißt du? Ja. Aber keine Ahnung. Hat bestimmt damit was zu tun, dass wir Biff so schnell geholfen haben. Ach ja, und nochmal. Wir haben es ja gleich. Ja. Bestimmt. Ja, okay. Wenn wir uns da vielleicht nicht eingemischt hätten, dann wäre es nicht passiert oder so. Aber wir erzählen ja auf jeden Fall Sachen, die also Biff angestellt hat, nicht wir. Also rein theoretisch kann das auch nur so gewesen sein. Aber ich verstehe halt nicht diese Daniela, die sagte, ja, die wir gerettet haben, oder Danielle, wie die hieß.
Ja, die wusste ja nicht, dass hier nicht, dass hier alles tot ist wahrscheinlich. Ja, aber sie sagt ja, aber mein Bruder hat sich bestimmt Sorgen gemacht, la la la. On my way. Heading out. Tja, der braucht sich jetzt keine Sorgen mehr machen. Nee. Okay, gehen wir mal hier raus, ich glaube, das war's. Hier ist noch eine Kiste. Let's move. Alright. Ja. Konnten wir überhaupt alles mitnehmen? Wir sind ja voll. Ja, okay. Dann können wir hier raus. Jo. Ja. Na, jetzt kriegen wir bestimmt einen Anruf von der ollen Santiago. Ah, ja. Das ist Emma. I just saw the TV broadcast about what happened at the refugee camp. I suppose you don't have the time to watch TV, so I'm emailing you a news report. I want to tell you that I don't believe it. I mean, I don't think you could have committed such a crime. It makes no sense. Something very wrong is going on. I'll talk more about it in the email. Something tells me the radio isn't a safe means of communication anymore. Wie sollen wir das denn gemacht haben? Hör, 7 Söldner sollen es schaffen, ein Flüchtlingslager mit Senfgas zu bombardieren? Haha. Und wo haben wir das bitte her? haben wir, guck mal, wir eingeflogen, ne? Wir haben die Insel wieder verloren. Hä? Siehst du? Ja, siehst du, Wetten? Hier sind über Soldaten unterwegs. Sie haben auch gerade ein Achievement gekriegt, dass Santiago uns verraten hat. Ja, siehst du, okay, gut. Unfassbar. Gut, dass wir so viel Geld auf Tasche haben. Ist uns relativ egal, ob sie... Guck mal, tatsächlich, da sind jetzt Metals schon. Guck mal da, diese Truppe, die sich da bewegt. Ach, endlich. Oh ja, über uns auch. Blackwell, richtige Soldaten. Ja, aber... In dem sind jetzt alle dazu geworden. Die ganze Legion? Das ist aber merkwürdig. Ja, es gibt noch Legionssoldaten hier. Die Diamantlieferungen sind noch Legionssoldaten. Warte, okay, so. Du hast da oben schon Söldner ausgebildet, fertig, ne? Ne, die sind noch dran. Yep. Dann mache ich das jetzt, vielleicht geht das hier auch. Was dämlich wäre, aber. Nee. Was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, die Insel wieder einnehmen, ne? Ja, dann gehen wir erstmal zu F7. Alter, die wollen unsere Minen. Guck mal, Alter, was ist denn hier los? The journey is done. Jetzt gibt's Halligalli. Vielleicht sollten wir auf uns eine Ecke konzentrieren und die zurückschlagen. Okay, wir machen zwei. Wir haben oben den Raider, Grizzly und Larry. Und mit denen können wir D7 verteidigen. Mhm. Oder wir warten, bis unsere Typen da durchkommen. 10, 10, 10. Alter. Ja, aber wir können das ja unterstützen. Da sind ja 8 Milizen plus unsere 3 Jungs. Wir lassen aber noch die Milizen ausbilden im Pantagruel. Wir können die reicht. Vor uns sind. Ja, wo sind wir denn? Warte, wir müssen jetzt erstmal gerade unser Inventar hier. Wir sind voll. Wir müssen jetzt mal gerade hier alles aussortieren. Ich verkaufe mal die ganzen Diamantenlieferungen hier. Nicht zerstören. Unfassbar. Verkaufen. Ich bin ja zu optimistisch, ne? Ich gehe mal erstmal nicht davon aus, dass die Leute einen so verraten, aber sie war schon sehr suspicious. Also meistens lege ich falsch mit sowas. Aber andererseits dann wiederum nicht. Hier sind noch ein paar. Ich meine, die Leute haben es jetzt ja nicht unbedingt als Geheimnis gehalten, ne? Also so wie die sich verhalten haben und so noch. Das ist schon unfassbar, echt. Weil der Außenposten im Osten von uns jetzt ist leer anscheinend. Da kann man hin und den einnehmen. Was ist denn? Wir haben noch mehr Metaviron. Mm. Stellt alle verlorenen TP wieder her und heilt alle Wunden. Das ist für Notfall richtig gut, ne? Ja. Ja, was ist mit Gasmasken? Sollen wir die jetzt mal auf Tasche halten? Weiß ich nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall verarzten. Du musst mal deine Inventare leer machen. Du bist auch völlig überfüllt. Jo. Und du hast einen Effen voll mit Maus gefunden. Jupp. Achso, ich kann es ja nicht per Doppelklick reinziehen. Leichter Helm oder die Gasmaske. Ne, der hat mal die Gasmaske auf. Der kriegt die coole Hose. Ja, einer von den Soldaten hat den FN voll dabei. So, ich habe alles ausgeleert. Ich überlege, ob ich... Wie viel Schuss hat Barry denn noch in seiner RPG? Einen. Ich überlege, ob ich jetzt Steroid zu einem HK-21 MG-Schützen mache. Erhöhter Bonus durch Zielen. Unendlich. Keine Gratisbewegung. Weniger genau beim Schießen aus der Hüfte.
Das verschießt. Hier steht nur 76-51. Das ist auch NATO. Ne? Ja. Ja, muss wenn ja da NATO nichts anderes sein. Dran steht, dann ja. Haben wir davon mittlerweile genug Schuss? Nee, ne? So wahnsinnig viele haben wir nicht. Also ein MG wird schwierig. Wir haben 290 davon. Nee. Granaten kannst du nicht herstellen, ne? Für den Unterlauf. Die sind sehr, sehr teuer. Ich würde auf jeden Fall eine herstellen, den nächsten Mal, ja. Weil die sind gut für Notfall. Wenn wir die Chance dazu kriegen, ja. Wir müssen auf jeden Fall jetzt heilen, das ist wichtig. Das muss erstmal vorweg gehen, ja. Hoffentlich schaffen wir noch ein bisschen heilen, bevor die kommen. Gut, Leute, dann hören wir jetzt hier auf, weil das wird sonst viel zu lange dauern, wenn wir jetzt hier auf einmal was machen. Also wir planen jetzt nochmal durch, dann sehen wir uns die nächste Folge wieder. Jetzt geht's los. Jetzt weiß ich habe nämlich Kommentare bekommen. Ihr müsst unbedingt weiterspielen, jetzt geht's jetzt richtig los. Ach du Scheiße. Jetzt wird's jetzt spannend. Ja, aber weißt du, die sehen jetzt nicht mal normal aus, die Gegner. Nicht so bescheuerte Fritten halt. Das war ja schon furchtbar. Lassen wir uns überraschen. Aber Ernie kann nicht verloren gehen, also ne, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Geht gar nicht. Ja, dann bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Haut rein. Tschüssikowski.